Was war es Ihnen denn heute wichtig, den Zuschauern hier mitzugeben oder ihnen mitzuteilen? Ich denke, was die Nachricht von heute ist, dass es wird immer schwieriger für den Konsumenten mit der ganzen Auswahl, die dem Konsumenten bereitgestellt wird. Und das ist nicht nur im Reisen, das ist auch, wenn Sie jetzt einfach nur ein neues Küchengerät kaufen möchten, dass es dort so viele Informationen gibt, die es Ihnen nicht ganz einfach und sehr viel Arbeit machen, überhaupt zu entscheiden, was Sie nun eigentlich kaufen möchten. Und wir haben dieses Problem spezifisch im Reisen, wo selbst Flugtickets heutzutage nicht mehr so einfach sind. Sie sehen einen Preis, dann ist vielleicht noch eine Kreditkartengebühr später und dann kommen Sie in den Flughafen, um zu realisieren, dass Sie gar kein Gepäckstück haben. Viel schlimmer ist es, oder anders ist es mit den Daten noch bei den Hotels, wo inzwischen Sie, wenn es ein populäres, beliebtes Hotel ist, dann können Sie da tausende von Reviews lesen, es gibt hunderte von Fotos, die Sie durchstöbern können. Und am Ende wissen sie trotzdem nicht, ob es einen Parkplatz gibt. Und dies sind Probleme, die mit sehr vielen Daten zu tun haben. Und deshalb bietet sich maschinelles Lernen und KI sehr gut an, um diese Probleme zu lösen und um unseren Kunden Werkzeuge und Tools und Produkte zu bauen, die eben dem Kunden helfen, diese Daten zu visualisieren, zu verarbeiten und ohne das große Zeitinvestment eine gute Entscheidung zu treffen. Und wie wird denn KI das Reisen der Zukunft verändern? So, ich fange erstmal an, wie wir maschinelles Lernen und KI bereits heute verwenden. Und ich denke, heute ist es bereits ein fundamentaler Teil, wenn es darum geht, selbst wenn Sie nur auf Kajak kommen und nach einer Stadt suchen, sind bereits diese Städte, wenn Sie MU eingeben, ist da bereits quasi die erste Sortierung, dass Sie vielleicht nach München suchen. Aber es geht viel weiter, wie zum Beispiel die Hotels sortiert werden, dass da von allem etwas dabei ist, sozusagen nicht nur das Teuerste, nicht nur das Billigste, sondern wirklich populäre Hotels, in denen sehr viele andere Leute sehr gerne ihren Aufenthalt hatten und die wirklich zu empfehlen sind. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, denke ich, dass wir werden zunächst einmal viel, viel mehr machen mit dem ganzen User-Generated Content, also den ganzen Reviews, den Fotos und all das wird immer einfacher werden, damit man das selbst verarbeiten kann. Aber es wird auch sehr viel Personalisierung kommen. Also es ist wirklich das Ziel, dass wir verstehen, wenn Sie auf unsere Seite oder auf unsere App kommen, was haben Sie eigentlich vor? Ist es eine Geschäftsreise? Ist es ein Roadtrip? Planen Sie gerade Ihre Hochzeit? Planen Sie ein so billig wie mögliches Wochenende? Haben Sie gerade sozusagen einen Grund zu feiern und möchten richtig viel Geld ausgeben? Ist es Ihnen wichtig, dass Sie möglichst wenig Zeit im Flugzeug verbringen? Und momentan können Sie das uns alles sagen, indem sie die Filter benutzen und wir haben die unterschiedlichsten Filter bis hin zur Art des Flugzeugs, falls sie nochmal mit der A380 fliegen möchten. Aber in Zukunft sozusagen, filtern ist auch Arbeit und filtern ist nur quasi ein Weg, das ist momentan der einzige Weg, wie sie uns ihre Interessen sagen können. Aber in der Zukunft hoffen wir, dass wir verstehen, das sind sie und üblicherweise kommen sie eigentlich nur hierher, um Geschäftsreisen zu machen. Und deshalb geben wir Ihnen die besten Angebote und die besten Möglichkeiten für Geschäftsreisen. Und natürlich wird es jetzt schwieriger, weil manchmal kommen Sie für Geschäftsreisen und manchmal kommen Sie für Ihren eigenen Urlaub. Und das macht es natürlich nicht ganz so einfach, weil Sie haben da ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen, wie viel Geld Sie ausgeben möchten und was Sie gerne hätten. Aber das sind die Herausforderungen, die wir haben. Und zuerst einmal haben wir, momentan denken wir vielleicht noch, dass einfach die Sortierung besser wird auf der Seite, je nachdem, was wir wissen, was sie vorhaben. Aber wer weiß, vielleicht werden sie irgendwann mit dem Sprachassistenten die Reise planen und der Sprachassistent hat die gleichen Informationen, dass er weiß, was ihnen jetzt gerade wichtig ist. Und wie nutzt denn Kajak KI, um das Reiseerlebnis der Kunden zu optimieren? Ja, wir haben einige neuere Beispiele, die vor allem um das Verstehen von Bildern und von Text geht. Also zum Beispiel ein populäres Beispiel ist, dass wir in unseren Bildern von Hotels, wir haben etwa 40 Kategorien, was relevant sein kann in einem Hotel. Also zum Beispiel, es gibt Bilder von den Zimmern, es gibt Bilder von den Badezimmern, es gibt Bilder vom Business Center, vom Fitness Center. Und einfach erst einmal das beste Bild finden für jeden dieser Fälle. So dass, wenn Ihnen es wirklich wichtig ist, dass das Fitnesszentrum eine gewisse Art von Geräten hat, haben wir hoffentlich da ein Bild, das Ihnen zeigt, was für Geräte in diesem Fitnesszentrum sind und es ist dann keine Überraschung mehr, wenn Sie da hinkommen. Ähnlich mit dem Text, die Reviews, die werden in verschiedenen Sprachen geschrieben. Einige Reviews sind sehr gut, andere Reviews sind vielleicht nur sozusagen die Erzählung eines Aufenthalts, der schlecht ging.
Und auch hier hilft uns die KI, die besten Reviews zu identifizieren und diese zusammenzufassen, sodass sie nicht die Arbeit haben, da jede einzelne dieser Geschichten zu lesen oder vor allem auch, dass sie nicht hunderte von war ganz okay, aber ein bisschen teuer Reviews lesen müssen, um dann den zu finden, der wirklich das hat, was sie möchten. Wir haben auch viel bereits jetzt mit Chatbots und Sprachassistenten experimentiert. Wir haben verschiedene Lösungen auf Siri, Amazon Alexa, Google Assistant und im Facebook Messenger. Was wir sehen ist, dass momentan ist die Reiseplanung noch etwas zu komplex für diese Arten von Systemen. Diese Arten von Systeme funktionieren besser, wenn man einfache Fragen zum Produkt hat. Also gibt es da Flüge, wann kommt der Flug an? Für die wirklich komplexen Tasks ist es momentan noch nicht wirklich die beste Möglichkeit, das zu lösen. Aber wir bleiben dran und vielleicht wird es in der Zukunft auch gut funktionieren am Sprachassistenten. Und was wäre denn Ihr Rat für Firmen, die KI umsetzen möchten oder die sich mit KI befassen? Ich denke, was wir heute viel gehört haben, und ich denke, die generelle Weisheit ist erst einmal, dass man wirklich anfangen muss, die Daten zu sammeln. Aber nicht nur einfach anfangen, Daten zu sammeln, sondern auch anfangen, Daten zu sammeln mit einem gewissen Ziel. Also man muss sich, ich denke, man fängt damit an, dass man sich sein Produkt anschaut, man schaut sich die Probleme seines Kundens an, man schaut, was gibt es da für Probleme momentan, was sind die größten Painpoints meiner Kunden, also ist es zum Beispiel, dass die Hotelsuche einfach zu lange dauert, ist es, dass da zu viele Daten sind, und dass man sich dann überlegt, gibt es hier schon die Möglichkeit, mit maschinellem Lernen und KI das etwas besser zu machen. Habe ich diese Daten, muss ich noch extra Daten sammeln, und dann das sozusagen baut und mit dem Kunden testet und weiter dranbleibt und versucht, dieses Produkt zu verbessern.